Der Markt von Waimea liegt gleich auf der anderen Straßenseite. Ein Platz, der bei Manu Erinnerungen wachruft. Hier war ich ja früher mal auf dem Markt. Ich glaube, 2 Jahre lang war ich hier auf dem Markt und habe einen Stand gehabt. Einmal die Woche. Einmal die Woche, immer donnerstags zum Markttag. Den Stand auf dem Markt braucht Manu inzwischen nicht mehr. Mittlerweile verkaufen 2 Geschäfte in Hawaii ihre handgemachte Kindermodenkollektion. Aber die meisten Standbetreiber hier sind alte Bekannte von früher. Hey! Good, how are you? I know. Good, good. It looks so empty. What's going on? Is it just now or is it... It's been like this. Is it... Less vendors, yeah. Okay. Unfortunately. Well, I mean, as... You're doing good? You're doing good? Okay. Uh-huh. As long as you're sold out. Yes. Okay, yeah. Cool. Yeah. Do you, you don't deliver anymore, right? No, no. I don't. Okay. Yeah. That was just during COVID. Yes. Yeah. Okay. Yes. Well, I know where to find you. Yeah, so. Exactly. Nice to see you. Nice to see you too. Bye. Ich bin manchmal so ein bisschen hin und her gerissen. Einerseits hat es richtig viel Spaß gemacht, so einen Stand zu haben, die Menschen zu treffen, den ganzen Tag zu quatschen und so Leute kennenzulernen. Aber es war halt auch anstrengend. Ich musste die Sachen erstmal reinschleppen, alles aufbauen, abends wieder zurück in den Bus schleppen. Da hinten habe ich geparkt und das war schon viel Arbeit immer. Und vor allen Dingen, ich musste jede Woche kommen. Das war Voraussetzung, dass man hier dabei sein kann. Ne? Und das war so zwanghaft und zwanghaft mag ich nicht. Heute sind die 2 aber auf dem Markt, um einzukaufen. Doch warum stehen die beiden am Obststand, wenn sie doch zu Hause den Paradiesgarten haben, in dem alles kostenlos wächst? Wir haben gerade keine reife Papaya und wir haben auch keine reife Avocado, also haben wir jetzt 2 gekauft. Genau. Das Gekaufte wird zu Hause von Manu gleich zu einem Salat weiterverarbeitet. There you go. Aber was ist da passiert? Heute kocht Conny mal nicht. Boah, es gibt ja wieder Kraft hier, du. Meine Güte, das Leben wird bloß gesund. So, morgen fahre ich nach Honolulu und gehe ein bisschen einkaufen, weil ich habe nämlich ein neues Kochbuch. Und da sind richtig gute Rezepte drin. Und ich habe gedacht, vielleicht so ein Curry oder sowas. Mal gucken. Suche mir noch ein Rezept aus. Und dann gehe ich die Zutaten kaufen in Chinatown. Ah ja. Und vielleicht kannst du das ja dann kochen. Ich schnippel dir das Gemüse und du... Und ich soll kochen, ja. Koch. Ja, und dann am Ende gibt es doch noch ein paar Kartoffeln. Ich kann ja ein paar Kartoffeln noch mitbringen, als Plan B. Der Koch bei uns ist definitiv... Conny? Er kriegt halt auch immer alles hin. Also... Conny muss man eigentlich nur so ein paar Sachen hinlegen. Der braucht kein Kochbuch oder sonst irgendwas. Der fängt einfach an und es schmeckt immer gut. Und ich kriege das einfach nicht hin. Ich versuche das ja schon mit Rezepten. Aber selbst mit Rezepten frage ich immer am Ende, Conny, kannst du mal bitte mal probieren? Kannst du mir sagen, was fehlt? Und dann macht er da immer noch irgendwas rein und dann schmeckt es halt auf einmal wirklich gut. Aber alleine kriege ich das irgendwie nicht hin. Tja, gelernt ist gelernt, ne? Na gut, ich mache dann erstmal das Klo morgen. Ja, genau, während fertig. Ich weg bin. So. Und dann gucken wir mal. Und wenn ich nicht fertig bin mit dem Klo, dann musst du gucken. Liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen. Und hier geht's weiter zum nächsten Video von Willkommen bei den Reimanns. Oder kostenlos streamen auf Joyn.